Schönen guten Tag hier zum Livestream von vloggersen.de, dem nördlichsten Blog in Deutschland. Ich werde jetzt einfach mal alle 30 Sekunden mal so einen kurzen Zwischenstand geben, wie viele Leute denn zuschauen gerade. Und wir sind jetzt schon bei den ersten 30 Sekunden und es ist noch keiner. Ich könnte jetzt auch meinen Lümmel rausholen, es würde niemand sehen, obwohl ich live bin. Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier meinen Lümmel rausholen. Will auch keiner sehen, Mann. Also, es ist Samstagabend und ich esse Gurkensalat vom Salatkönig. Kein Product Placement, schmeckt aber lecker. Ist nämlich mit so Joghurt-Kram, kalorienarm. Achso, eine Minute ist rum, immer noch keine Zuschauer. Also es ist kalorienarm. Allerdings ist so ein ganzer Pott dann trotzdem eigentlich zu viel, aber man kann auch nicht mehr aufhören. Kennt ihr hier die Magic Strähne? Diese Strähne, also die könnte ich mir auch einfach nur mal abschneiden, weil die kämme ich mir mit meinen Händen nach hinten und gleich werdet ihr sehen, hängt sie wieder hier. Wir sind bei 1,30, immer noch keine Zuschauer. Vielleicht wird das auch der unerfolgreichste Livestream ever. So, ja, kurz hatten wir mal einen Zuschauer. Der ist auch wieder geflüchtet. Diese Lampe hier, die wurde schon ganz oft angesprochen in den Kommentaren. Moin, herzlich willkommen, Muggeligmacher. Wurde schon ganz oft angesprochen und demnächst wird es ein Video dazu geben, wie sich dieser ganze Bereich hier mal so ein bisschen ändert. Schönen guten Moin. Nee, jetzt wollte ich schon guten Morgen sagen, wie die Touristen, die nicht wissen, was Moin heißt. Moin und guten Hunger. Kilian, vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Falls du dich fragst, was es gibt, Gurkensalat vom Salatkönig. Kann ich nur empfehlen. Genau, dazu würde ich ein Video geben. Demnächst. Ich weiß noch nicht genau wann. Ihr seht ja, noch ist es so, wie der Urzustand ist. Nabend, lieber Jared Flauger oder Jared Flauger. Und dann gibt es am Montag ein Video. Ich bin nämlich gerade im Schnitt und dachte mir, komm, ich mache mal eine Pause mit schönen Gurkensalat und einem Livestream. Und da geht es um diese kleinen Dinger hier, um meine Zähne. Diese Zähne sind krumm und schief. Waren sie schon immer. Und ich werde am Montag ein Video hochladen, wo es darum geht, wie man die vielleicht wieder gerade biegen kann. Und möglicherweise, wenn alles klappt, dazu gibt es aber noch keine Informationen, könnten diese schiefen Zähne dieses Jahr Geschichte sein. Aber dazu gibt es erstmal Montag mehr und dann noch ein bisschen später mehr dazu. Aber jetzt mal zu euch. Wie geht's euch? Wie war euer Tag so? Und heute ist ja Samstagabend. Was macht ihr heute noch? Jetzt ist es 20 vor 8. Das heißt, der große Abend kommt ja noch. Wird heute viel gesoffen. Viel gefeiert. Was macht man heutzutage? Ich bin nicht mehr so in der Szene. Ich kenne mich nicht mehr so aus. Also ich bin ganz Ohr. Ne? Ich kann auch nicht mehr. Einen ganzen Pott Gurkensalat. Ist geil, haut aber auch ein bisschen rein. Wenn der Herr mal auf Klo muss, weil ich irgendwie Durchfall kriege, lass ich den Stream einfach laufen. Ich mache sie Tanzverbot. Der Stream muss laufen. Es gab mal einen Livestream von Tanzverbot, der, glaube ich, irgendwie ein paar Stunden ging. 8-9 Stunden oder so. Und da hat er gestreamt, wie er schläft. Kilian schreibt, nicht mehr viel, Kinder pennen und dann aber aufs Sofa. Ich glaube, irgendwann in seinem Leben ist man an einem Punkt, wo man sagt,
Samstagabend auf dem Sofa ist das Geilste, was es gibt. Weil man möglicherweise in den allermeisten Fällen den Sonntag dann frei hat. Und dann auch ausschlafen. Also vielleicht nicht unbedingt mit Kindern ausschlafen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach entspannter wahrscheinlich. Ah. So. Also genau, die beiden Videos werden demnächst kommen. Hier, Lampe. Bam. Zähne. Bam. Dann werde ich auf jeden Fall ein Video machen zum Thema eBay Kleinanzeigen. Ich bin nämlich immer noch am Ausmisten und werde hier Sachen verbannen aus meinem Besitz, den ich nicht mehr brauche. Das meiste landet im Müll und alles, was man vielleicht noch gebrauchen könnte, bloß nicht ich, das werde ich verkaufen bei eBay Kleinanzeigen. Dazu gibt es auf jeden Fall noch ein Video, weil ich nämlich gerne diese Artikel bei eBay Kleinanzeigen mit Artikelbeschreibungen versehe, die nicht so ganz ernst genommen werden dürfen. Aber es verkauft sich trotzdem. Wahrscheinlich, weil es dann jemanden auch zum Schmunzeln bringen kann. Genau. Dann, morgen steht nicht so viel an und nächste Woche. Puh. Nächste Woche sind auch so viele Dinge. Ja, eBay Kleinanzeigen kann hart nerven. Und das ist tatsächlich so. Es gibt nämlich mehrere Dinge, die bei eBay Kleinanzeigen wirklich richtig hart nerven. Und das erste ist, wenn man etwas reinstellt, was man verkaufen möchte, und sei es nur, meine Güte, hier, so ein schäbiges Messer. So. Und man setzt es rein und sagt, hier, komm, ich verschenke es, weil ich brauche es nicht mehr und es ist auch nicht mehr ganz scharf und so. Die erste Frage, die dann immer kommt, ist, versenden Sie auch? Und selbst wenn man dann sagt, ja gut, ich versende es auch. Ja, Versand muss ich dir jetzt übernehmen? Was? Und genau, was letzte Preis? Übelst, nervt wirklich übelst. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, bei Leuten, die so schreiben wie, die schon verhandeln wollen, noch bevor sie das Objekt der Begierde gesehen haben, sage ich immer, sie dürfen gerne vorbeikommen und sich das anschauen und dann dürfen sie mir gerne sagen, warum der Preis, den ich genannt habe, ihnen zu hoch erscheint, warum der Artikel diesen Preis nicht wert ist, so, und dann können wir gerne noch verhandeln. Und dann ist das Gespräch meistens auch schon vorbei. Leider. Ja. Aber immer schon so über den Chat, über den eBay Kleinanzeigen Chat zu verhandeln, ist dämlich. Ich rufe ja auch nicht beim Autohändler an und sage, also hier den Mitsubishi, den Sie da stehen haben, den hätte ich gern für 2.000 statt für 5.000. Da legen diese Händler wahrscheinlich auch direkt auf, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, genau. Aber dazu, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die ich bei eBay Kleinanzeigen verkaufen will. Und da kann ich ja auf diese Dinge nochmal eingehen, was wirklich hart nervt bei eBay Kleinanzeigen. Da gibt es ein paar Dinge, aber manchmal ist es auch ein bisschen lustig. Übrigens, lieber Muggeligmacher, du hast, glaube ich, bei Instagram einen Kommentar geschrieben und mich gefragt, ob ich noch laufe. Und ja, ich laufe noch. Nicht mehr täglich. Ich weiß, in der Anfangszeit bin ich jeden Tag gelaufen, weil ich ja mit dieser Laufübungs-App, ich glaube, ein bisschen unterfordert war. Also irgendwann bin ich dann so an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es langsam schwierig. Und ab dem Zeitpunkt laufe ich jetzt quasi nur noch 2 bis 3 Mal die Woche. Was für mich völlig in Ordnung ist, also vom Pensum her. Aber halt nicht mehr jeden Tag. Aber ich laufe noch. Also die Frage wollte ich dir hiermit beantworten. Ja, ich laufe noch. Ich bin noch am Laufen. War? Weißt du? Kennst du? Und ich werde demnächst auch noch ein Video machen über die ganzen Dinge, die ich mir kaufen möchte für YouTube. Danke für den Daumen. Und für YouTube möchte ich mir so viele Dinge kaufen, das wird auf lange Sicht echt zu teuer. Also wenn ich mir das alles auf einmal kaufen wollen müsste. Also, ja.
Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich hier diese Spardose. Ja? Steht da oben mein Name drauf, damit ich nicht vergesse, dass es meine Spardose ist. Da tue ich jetzt jede Woche einen Schein rein. Ich verrate nicht, welchen Schein, aber da kommt jede Woche ein Schein rein. Und das ist auch so eine Dose, die man nicht aufmachen kann. Also ich komme da nicht einfach so mal ran. Ich brauche einen Dosenöffner, um diese Dose zu öffnen. Deswegen auch einen Dosenöffner. Und irgendwann mache ich diese Dose auf, guck rein, was drin ist, und dann werde ich mir etwas Schönes für YouTube davon kaufen. So, weil wenn das Geld erstmal da drin landet, dann ist es weg. Ansonsten müsst ihr die ganze Dose zerstören, um an das Geld zu kommen. Und da muss schon was Wichtiges kommen, dass ich das mache. Dazu wird es auch noch ein Video geben. Also, die nächsten Wochen sind erstmal gesichert. Läufst du mittlerweile mit Runtastic? Ich laufe tatsächlich immer noch nicht mit Runtastic, weil ich immer noch in dieser Lauflern-App bin. Also schon irgendwie im fortgeschrittenen Gedöns, so dass ich immer noch sozusagen diese Staffelläufe mache, ja, also 5 Minuten laufen, 1 Minute gehen und so weiter, ja. Das heißt, ich komme dann nach Hause und bin zwar, also habe geschwitzt, aber ich bin nicht mega kaputt und mega K.O. Da arbeite ich mich dann erstmal hin, sodass ich dann irgendwann dann auch mal tatsächlich so eine ganze Strecke auch durchlaufe. Und dann, denke ich mal, werde ich mich bei Runtastic anmelden, um dann meinen Fortschritt auch irgendwie abzufeiern. Aber so weit bin ich noch nicht. Also da muss ich mich hinarbeiten. Ja, es wird auch noch ein Video geben von einer ganz kuriosen Geschichte mit meinem Fahrrad. Also, ich kann das schon mal kurz anreißen, weil wir sind jetzt ja unter uns. Mein Fahrrad wurde geklaut, das ist schon ein bisschen länger her, am Niebeler Bahnhof. Und dieses Fahrrad habe ich mal geschenkt bekommen von meiner Mutter, weil ich kein Fahrrad hatte oder keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall schon echt lange her. Dieses Fahrrad bin ich jahrelang gefahren und am Niebeler Bahnhof dann irgendwann abgestellt. Und als ich wieder da war, war es weg, wurde es geklaut. So, ist scheiße. Dann musste ich mir zwischendurch ein anderes Fahrrad kaufen. Und dieses Fahrrad geht so. Ja. Und dann war ich irgendwann in Niebel beim Griechen essen. Und das war auch mit meinen Eltern und mit meinem Bruder und so. Und dann kommen wir vom Griechen raus und freuen uns, dass das ein geiler Abend war. Und um die Ecke guckt auf einmal meine Mutter so hin und sagt so, das Fahrrad kenne ich doch. Und dann stand da tatsächlich mein altes Fahrrad, was geklaut wurde. Und dann haben wir es einfach wieder mitgenommen. Und jetzt steht dieses Fahrrad quasi hinterm Schuppen und ist völlig abgerockt. Und muss erstmal wieder irgendwie wiederhergestellt werden. Und ich glaube, dazu wird es auch noch ein Video geben. Ja. Das sind erstmal die nächsten Videopläne. Habt ihr noch Wünsche? Ach, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Die Vloggers in Late Night, habt ihr davon schon gehört? Wenn ja, eure Meinung. Wenn nein, Klappe halten. Schweigefuchs, mein Freund. Nee, Vloggers in Late Night soll kommen, irgendwann demnächst. Ich bin noch in der Planung und will noch mal so ein bisschen, also will das wirklich mal so ein bisschen durchdenken. Hawkeye, Pierce, moin. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist. Und da will ich jetzt wirklich so ein bisschen, mir erstmal so ein bisschen Struktur erschaffen und auch mal so ein bisschen so eine kleine Art Zeitplan machen, bevor es überhaupt losgeht. Du brauchst mehr Details. Was denn für Details? Du bist so detailbesessen. Was willst du noch für Details wissen? Ich habe keine Details. Was denn für Details? Ach, zu Late Night. Also diese Late Night soll auf jeden Fall so aussehen, dass es wie so eine typische amerikanische Late Night aufgebaut ist, nur nicht ganz so lang und auch nicht so, natürlich nicht in so einem riesengroßen Studio mit Publikum, ja, sondern tatsächlich so ein bisschen auf YouTube getrimmt, wo so eine Folge vielleicht, ja, so um die 10 Minuten lang ist, was aber trotzdem beginnt mit einem Stand-up und einem langen Teil von, wo ich an einem Tisch sitze und dann kleine Witzchen über aktuelle Themen mache. Und dazu Beiträge zeige. Und da das natürlich relativ mit Band, natürlich mit Band. Helmut Zerlett hat doch im Moment keinen Job. Den werde ich auf jeden Fall fragen,
Den werde ich mir hier ins Wohnzimmer reinstellen und der wird jedes Mal Musik spielen, wenn ich ihn brauche. Ja, also so in der Art. Ja, also dass man weiß, okay, am Anfang kommen diese Gags, der Stand-up-Teil. Und dann sitze ich an meinem Tisch und zeige Beiträge und vielleicht auch mal Gäste, ja, oder Interviews per Skype oder keine Ahnung, irgend sowas. Auf jeden Fall so eine komplette Show auf Hellmute Salad. auf jeden Fall so eine komplette Show halt im Stand-Up-Modus und ja, ich könnte mir vorstellen, dass sowas auf YouTube noch irgendwie fehlt. Man muss es natürlich dann aber auch gut machen. Und deswegen will ich das so ein bisschen gedanklich auf jeden Fall schon mal vorbereiten, um dann ja, so eine Vloggers in Late Night auf jeden Fall ins Leben zu rufen. Wenn ihr dann aber sagt, nach 3, 4, 5 Folgen, das ist wirklich unter aller Kanone, dann kann das auch sein, dass es relativ schnell wieder vorbei ist. Gäste oder Interviews ist auch gut. Klingt gut. Ja, das ist doch schon mal gut. Wenn es gut klingt, dann ist es doch schon mal gut. Aber man muss es dann auch gut machen. Und das ist meistens das Schwerste. Das ist übrigens Korn. Nicht, dass ihr denkt, ich trinke nur Wasser. Das ist Korn. Ah. Ja. Gibt es sonst noch Fragen von eurer Seite? Ja, Mords Gag. Das ist übrigens eine Lampe, die im Auto lag. Die habe ich in unserem Auto unter der Motorhaube gefunden. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich habe irgendwann gesehen, dass die Motorhaube nicht mehr so richtig schließt und dachte mir, ach scheiße, was ist denn da jetzt los? Dann habe ich geguckt und dann lag das irgendwie so in der Rille. Motorhaube ging nicht mehr richtig zu und dann dachte ich, oh, da war ja eine Lampe. Naja, jetzt kann ich das auf jeden Fall immer so ein bisschen als Videolicht benutzen. Ja, also wenn ich zu dunkel erscheine, dann kann ich auch mal ein bisschen heller kommen. So. Ne? Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu hell. Deswegen mache ich es lieber wieder aus. Ah. Freunde, habt ihr noch Fragen? Gibt es da noch Fragen? Ich will euch ja auch nicht auf den Keks gehen. Bin übrigens Mitglied beim Lesezirkel und bekomme jede Woche den Fokus, den Stern und den Spiegel. Lesezirkel, für alle die es nicht kennen, man bekommt Zeitschriften, muss sie aber wieder abgeben. Also man leiht die sozusagen. Ist dann billiger, als wenn man sich die ständig kaufen muss. Und ich habe letzte Woche vergessen, einfach meine alten Zeitschriften abzugeben. Ja, das ist mir ein bisschen unangenehm. Jetzt habe ich hier die alten Sternspiegel und Fokus und die neuen Sternspiegel und Fokus. Also muss ich beim nächsten Mal ein bisschen früher darauf achten, dass die auch wirklich wieder rauskommen. Ja, an den Ablageort. Sonst kriege ich Ärger vom Lesezirkel. Oh. Mann, 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 Mann. Es ist jemand Fünftes da. Hallo, wer ist denn noch da? Kann ich das hier irgendwo sehen? Gibt es da irgendwo einen Button, den ich drücken kann? Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Es tut mir leid, es kommt vom Gurkensalat. Ich habe vorhin Gurkensalat gegessen, wenn es euch interessiert. Gurkensalat vom Salatkönig. Wunderbar lecker. Das ist nämlich auch so mit Joghurtdressing, also in Joghurtdressing. Und das war sehr lecker. Oh, du hast vom Handy aufs Notebook gewechselt. Das heißt, du guckst jetzt zweimal. Geil. Immer schön. Ich könnte ja auch nochmal bei YouTube. Ah, schade. Sonst mache ich... Mit denen möchte man keinen Ärger. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee, aber das war eine gute Idee, lieber Muggeligmacher. Ich werde jetzt auch mal den Livestream von mir selber anmachen. Dann haben wir noch einen fünften. Und dann fühle ich mich auch ein Stück weit besser einfach. Und nicht so... Ja, bei mir kommt es ja auf die nackte Zahl, kommt es mir nur an. Ne, ich brauch die Quantität, obwohl ich vorhin was anderes gesagt habe. Aber ich brauche die Quantität und ich brauche auch mehr Zuschauer. Hast du schon Fortnite trainiert? Ich habe tatsächlich schon Fortnite trainiert. Und ganz ehrlich, ich bin so ein kleiner Game-Legastheniker. Das funktioniert irgendwie nicht. Also ich spiele Dinge gerne,
aber ich spiele Dinge immer relativ schlecht. Das heißt, haben wir etwa mehr Zuschauer? Das ist ja heftig. Bin ich das etwa? Ja. ich bin so ein kleiner Legastheniker, wenn es um Spiele geht, und deswegen habe ich Fortnite trainiert, aber ich bin nicht wirklich besser geworden. Ich schreibe mal was in den Chat über den Computer, was? Hallo! Ihr Sacksäue. Ich bin auch schlecht. Anscheinend auch zu schlecht für Poritz. Der will nicht mit mir spielen. Was? Er will nicht mit dir spielen? Der kriegt jetzt aber wirklich nochmal Schelle von mir. Der kleine Moritz Poritz. Was soll das denn? Ja. Was soll ich machen? Ich würde auch mit dir spielen, aber ich glaube tatsächlich, selbst ich bin zu schlecht für dich. Ist ganz witzig. Ich streame gerade mit dem Handy und gucke dann auf den Bildschirm und sehe, dass da tatsächlich so 3, 4, 5 Sekunden Verschiebung drin ist. Und wenn ich mir jetzt die Zunge rausstecke, dann gucke ich auf den Bildschirm und jetzt ist die Zunge da. Gut, das heißt also, wenn ich jetzt sage, also jetzt, dann seht ihr das genau 4 Sekunden später oder 5. Ach Quatsch, wir sind doch beide alt. Ja, wir sind auch beide alt, das stimmt. Irgendwann bin ich sogar zu alt, um diesen Kram hier zu machen, glaube ich. Aber da habe ich noch ein paar Jährchen, glaube ich. Ein paar Jahre habe ich dann noch. Ja. Gibt es irgendwelche aktuellen Themen, über die ihr reden wollt? Über den Verlierer der Woche, Martin Schulz zum Beispiel? Sind wir nicht alle alt? Ja klar, wir sind alles eine Suppe, alle eine Alterssuppe. Ja. Bist du schon mal mit dem Rad nach Dänemark gefahren? Ich war schon so oft in Dänemark, aber ich bin noch nie in oder durch oder nach Dänemark mit dem Fahrrad gefahren. Nee, wir sind da, wenn, dann immer mit dem Auto hingefahren und dann da, keine Ahnung, in der Stadt irgendwo zu Fuß, aber nie mit dem Fahrrad irgendwo da rumgefahren. Meistens fahren wir auch irgendwie nach Römm oder ja, nach Tondern oder so, und da brauchst du halt kein Fahrrad, sondern da fährst du halt mit dem Auto hin, wo du hin willst, und läufst dann den Rest. Und so richtig Fahrradtour da haben wir nicht gemacht. Nee. Du denn? Warst du schon oft in Dänemark mit dem Fahrrad? Das würde mich wundern. Finde ich aber gut. Dänemark ist ja auch so weitläufig. Also das Ding ist tatsächlich, wenn du über die Grenze fährst, weißt du sofort, okay, ich bin in Dänemark. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, doch nicht. Ich muss, glaube ich, diesen Livestream hier wieder ausmachen, weil ich die ganze Zeit mir selber zugucke, wie ich nichts mache. genau, also das Ding ist ja bisher nicht, aber ich würde gerne einmal rum mit dem Rad. Einmal rum heißt quasi einmal Flensburg, Ostküste hoch. Nee, wahrscheinlich sogar noch nach Kopenhagen. Dann wieder zurück, ganz nach oben. Ja, genau, Ostsee hoch, Nordsee runter. Das heißt, du fährst wahrscheinlich Flensburg los oder was? Oder wo fährst du denn los? Und dann kommst du ja fast bei mir dann wieder raus. Das wäre natürlich geil. Das, willst du das nur so machen oder hier machst du hier auch mit Videobegleitung? Daraus könnte man was richtig, richtig Geiles machen. So eine Fahrradtour, schön mit Kamerabegleitung. Und dann grillen bei Dennis, bitte. Schön zum Abschluss einer langen und schönen Fahrradtour grillen bei Dennis.
Warum? Eigentlich nicht. Wann soll das losgehen? Und wie viel Zeit hast du dafür eingeplant? Also wie lange dauert sowas? Das sind ja schon ein paar Kilometer. Zu schüchtern für YouTube. Dafür muss man gar nicht schüchtern sein. Sobald die ersten Videos hochgeladen sind, legt man jegliche Schüchternheit ab. Ja. Mal schauen, was die Family sagt. Ich habe jeden Sommer 4 Wochen frei. Das heißt, 4 Wochen würden reichen. Und dann mit Zelt oder irgendwie Jugendherbergen mit Übernachtung und dann 4 Wochen. Ich meine, im Sommer 4 Wochen lang durch Dänemark, das ist schon geil. Also Dänemark ist schon landschaftlich. Jetzt natürlich nicht, weil da mega viele Berge sind oder so, aber weil einfach wirklich viel freies Land da ist, ist das schon geil. Also das könnte ich mir schon schön vorstellen. Mit Hängematte oder Zelt. Ja. Das hört sich wunderbar an. Ich hatte das mal überlegt für Schleswig-Holstein, dass man so Schleswig-Holstein quasi bei mir an der Küste runterfährt, dann irgendwie so Richtung Hamburg, aber nicht nach Hamburg rein, sondern irgendwie um Hamburg rum und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ist, glaube ich, auch eine geile Sache. Ja. 1600 Kilometer. Wenn ich das mal so ausrechne, 1600 Kilometer, sagen wir mal, du würdest die vollen 4 Wochen brauchen. Durch 4, durch 7, sind dann 57 Kilometer pro Tag. Das ist viel, oder? 57 Kilometer pro Tag. Wenn man so, was ist so Durchschnitt? Naja, wohl geht, ne? Wenn man so durchschnittlich irgendwie 20, 20, wie schnell fährt man mit dem Fahrrad? 20 km/h, 20, 25, 30 km/h, dann geht das ja doch, dann geht das wirklich. Ja, ist geil, ist geil. Ist ein cooles Projekt auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geil. 54 Kilometer fahre ich zur Arbeit und zurück. Ja, dann ist das auch machbar. Dann ist das doch absolut machbar. Was ist eigentlich ein Superchat? Oh, echt? Man kann bei YouTube einen Superchat machen und dann den kann man kaufen? Hä? Das verstehe ich nicht. 2 Minuten, man hat mehr Zeichen. Was soll das denn? Für 500 € kann man einen Superchat kaufen, der 5 Stunden angepinnt ist. Warum sollte man sowas tun? Egal, ich will das wegmachen. Mach das weg. So. Ja, mach das. Ich kaufe mir selber einen Superchat für 500 €, damit ich selber ganz oben angepinnt bin. Das wäre schon geil. Liebe Freunde, wir haben jetzt eine halbe Stunde geschnaggert und wir sind jetzt tatsächlich schon 7 Leute gewesen gerade. Da hat einer kurz reingeschaltet und wieder rausgeschaltet, weil er meine komische Hackfresse gesehen hat. Aber ich bin dir gar nicht böse, lieber Unbekannter. Und ja, ich denke, so eine halbe Stunde ist eigentlich eine ganz gute Zeit für einen Livestream. Eigentlich habe ich immer noch Bock, sowas regelmäßig zu machen, mit fester Zeit, dass man sagt, hey, jeden Dienstag nachts um 3:30 ist ein Livestream. Aber irgendwie finde ich keinen Zeitpunkt,
in der Woche, wo ich sagen kann, jo, da geht es auf jeden Fall jede Woche und auch immer zur gleichen Zeit. Wenn ich den Zuschauer habe, den ich will, und dann noch zwei, dann habe ich drei. Ja, absolut. Wenn ich den Zuschauer haben will, wenn ich den Zuschauer habe, den ich will, und dann noch zwei, habe ich drei. Ja. Na siehst du, immerhin. Das ist übrigens voll die geile Lampe oder Leuchte. Da ist ein Akku drin, den man per USB auflädt. Das ist schon geil. Wenn du sowas machst, dann gerne ab 20 Uhr. Ja, ich glaube tatsächlich, ab 20 Uhr ist sowieso besser, weil halt viele irgendwie nur noch bei der Arbeit sind oder nach Hause kommen oder ab 8 dann irgendwie echt auch Zeit haben, sich so einen Blödsinn anzugucken. Ja, es würde mir persönlich auch besser passen. Also ab 20 Uhr würde es mir persönlich auch besser passen, weil dann sind die Kids im Bett. Zum Beispiel, dann sind die Kids im Bett oder man hat alles andere schon geregelt, was man irgendwie regeln wollte und sollte. Ja, ab 8 ist gut. Vielleicht, wie ist das denn mit den Videos generell? Also mit den Videos generell, jetzt wo wir schon mal bei dem Thema sind. Ich hatte ja mal die Zeit 16 Uhr in meinem Kopf, aber ist denn auch später besser? Oder ist es bei den Videos generell egal, weil man die ja sowieso immer angucken kann? Also bei mir ist tatsächlich immer aufgefallen, wenn ich Videos später gepostet habe, dann werden sie weniger geklickt, als wenn ich sie früher poste. Bei Videos ist es ja wahrscheinlich eigentlich egal, weil kann man sich ja eh immer angucken. Ja. Bei den Livestreams natürlich, wenn man live dabei sein möchte, wäre es natürlich geiler, wenn die dann später kommen. Dann werden wir die Livestreams 20 Uhr machen und die Videos nachmittags um 4. 16 Uhr und 20 Uhr ist perfekt. So, gibt es noch irgendwelche Questions? Ich sende mal einfach nochmal ein Emoji. Muss man dafür auch bezahlen? Nee, muss man Gott sei Dank nicht. Ihr bekommt vielleicht sogar mehrere Emojis. Und zwar nur hässliche. So, zwei Emojis, bitte. Ja, so. Ich denke, das soll es gewesen sein für heute. Hast du die Vibro? Meinst du die Schuhe? Ach, die Zehenschuhe. Habe ich noch. Ziehe ich im Winter aber nicht an. Also ziehe ich tatsächlich nur an, wenn es warm ist. Aber die habe ich noch. Und die werden auch angezogen, wenn das Wetter es erlaubt. Da bin ich ja so eine kleine Muschi. Also die ziehe ich tatsächlich nur dann an, wenn wenn es auch warm ist. Ja. Also auf kaltem Grund laufe ich damit nicht so gerne. Aber diese Zehenschuhe habe ich noch und alle lachen drüber und alle finden sie mega hässlich. Aber die sind tatsächlich sehr bequem. Und man läuft auch besser drauf. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Man läuft besser drauf, weil man den Fuß anders belastet, nämlich gesünder belastet, weil man merkt, normalerweise läuft man ja immer so. Auf der Hacke. Immer schön auf der Hacke. Und das soll man natürlich nicht. Und deswegen, weil die ja nicht gedämpft sind, fängt man an, vorsichtiger zu laufen und die Hacke fast gar nicht zu benutzen, sondern nur nach vorne abzurollen, was viel besser ist. Aber auch anstrengender. Und deswegen mag ich die Schuhe gerne. Aber du hast recht. Füße generell sind eklig. Ja, gebe ich dir absolut recht. Füße generell sind eklig. Aber jeder hat nun mal zwei davon. Und da kommt man auch irgendwie nicht drum rum. Hast du schon mal diese chinesischen Quetschfüße gesehen? Es gibt doch oder gab mal diese Tradition, dass irgendwie so bei chinesischen Frauen die Füße so zusammengebunden werden, wenn die klein sind, also wenn die wirklich noch Babys sind, und die Zehen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt,
ob das, vielleicht heißt es auch chinesische Quetschfüße, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde mal ganz kurz googeln, weil das wahnsinnig interessant ist. Chinesische Quetschfüße. Und Bilder natürlich. Immer schön die Bildersuche machen. Nee. Wenn man chinesische Quetschfüße googelt, dann findet man nicht die Bilder, die ich gerne sehen möchte. Wir sind auch mittlerweile nicht mehr so viele Zuschauer. Aber das will ich jetzt nochmal ganz kurz rausfinden. Chinesische Quetschfüße. Ja, da gibt es Bilder, die relativ eklig sind. Das könnt ihr euch mal anschauen. Chinesische Quetschfüße oder gebundene Füße. Gebundene Füße China. Fußklumpen, abartig heißt das, ja. Gebundene Füße China. Oh, das ist herrlich. Das ist herrlich. Jawohl. Diese Damen können auch nicht mehr normal laufen. Also natürlich nicht, wenn man sich diese Füße anguckt. Da kann ich das, also da lernt man es zu schätzen, einen einigermaßen normalen Fuß zu haben. Kuhfuß. das ist schon eklig. Ich zeige euch das mal. Weil ihr gerade so nett danach fragt. Kann ich hier die Kamera einfach drehen? Ja. Da sind sie. Stell scharf, stell scharf, stell scharf. Komm schon, stell scharf. Mach schon, warum stellst du nicht scharf? Och Mann. Da jetzt. Ah, schön. Und hier ist auch noch ein ganz schönes Exemplar. Oh, super, oder? Ja. Naja, wollen wir nicht weiter drüber reden. Das soll es gewesen sein für heute. Das waren die gebundenen Füße aus China zum Abschluss dieses kleinen Livestreams. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Natürlich jetzt immer ab 20 Uhr irgendwie die Livestreams. Ich muss mal sehen, wie ich die ankündige und was für feste Daten ich da so mache. Und dann werden wir immer so eine halbe Stunde füllen. Und ich danke euch natürlich dafür, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr mich hier so ein bisschen ertragen habt. Und ja, das nächste Video kommt Montag. Das ist auf jeden Fall im Schnitt. Und da geht es um meine Zähne. Warum die so schön schief sind und was man dagegen tun kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. War mir eine Ehre. Auf Wiedersehen.